Hallo. Ergänzend zu meinem Video über die Landtagswahl in Niederösterreich, heute mal wieder ein kleiner Vlog. Heute geht es über meine Gedanken als Mitglied einer linken Partei in Bezug auf den Skandal mit Udo Landbauer, dem Kandidaten der FPÖ, den Spitzenkandidaten. Der wird ja von den Medien ziemlich zerrissen, weil in seiner Burschenschaft oder also seiner Studentenverbindung ein Liederbuch existiert, schon seit 1997, in dem ja ziemlich rechtsradikale bzw. ja, ziemlich narzisstische Sachen drinstehen. Liedtexte. Gewisse Lieder sind aus dem Zweiten Weltkrieg und Fliegerlieder und so. Auch ziemlich judenfeindliche und ausländerfeindliche Dinge stehen in diesem Liederbuch drin. Es ist halt ein Liederbuch zum Singen. Und es ist natürlich, es jetzt streitet man, ob Udo Landbauer jetzt davon wusste. Er selbst sagt, er kannte das Liederbuch nicht. Er ist ja auch erst seit 2001 Mitglied in der Burschenschaft, also es war vor seiner Zeit. So eine große Verbreitung wird dieses Liederbuch auch nicht haben, denn wie man weiß, geht es in einer Burschenschaft eher um Alkohol trinken und abhängen gemeinsam. Ich glaube nicht, dass da so viele in der Burschenschaft wirklich aktiv aus dem Liederbuch singen. Ist ja keine Freikirche. Ich sag das, weil mein Bruder in einer Freikirche ist. Ich würde sie als Sekte bezeichnen und die singen die ganze Zeit. Also, ich glaube nicht, dass eine Burschenschaft dafür da ist. Schauen wir uns mal kurz Udo Landbauer an und die Burschenschaft, um die es geht. So, dann wollen wir mal, oder? Ja, irgendjemand möchte den Eintrag löschen der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, eben der Studentenverbindung von Herrn Landbauer. Ja, gibt es seit 1917. Sind halt Mitglieder können werden, Leute, die in Burschen, also junge Männer, die in Wiener Neustadt eine höhere Schule besuchen. Das sind ein Militärrealgymnasium und die Theresianische Militärakademie, die österreichische Schmiede für Offiziere. Ja, da gibt es auch noch was Kurzes über das Liederbuch und das war's auch schon. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ermittelt schon einmal wegen Verbotsgesetz. Und so. Ja. Antisemitisch, rassistisch. Ja, cool. Die Farben sind blau, rot, gold, also nicht die deutschen Farben, aber fast. Es ist halt eher eine deutschnationale Verbindung, eine schlagende Verbindung. Tja, gut. Das ist die Burschenschaft Germania. Ich habe es auf der Metapedia gesucht, aber auf der Metapedia finde ich es nicht. Metapedia ist eine alternative Realität. Da steht sehr rechtsradikales Zeug drin. Die könnt ihr euch mal ansehen. Gewisse Schlagwörter eingeben wie Adolf Hitler oder Nazis oder so. Die schreiben halt aus Sicht von rechten Menschen. Ist halt eine kleine rechtsextreme Lexikonseite im Internet. Könnt ihr euch mal ansehen. Es gibt nichts über Udo Landbauer oder seine Verbindung drin. Habe ich leider nicht gefunden. Schauen wir uns Udo Landbauer selber an. Ich war sehr überrascht zu lesen, dass Udo Landbauer nur halb Österreicher ist. Seine Mutter ist aus dem Iran, also Perserin. Also jemand mit halb Migrationshintergrund ist Udo Landbauer und ist Politiker der FPÖ. Das ist schon einmal ziemlich, ja, herausragend für einen FPÖ-Politiker. Ja, da steht auch noch mal was drin über kurz ein letzter Absatz über. Es war ja nur eine Zeitung, der Falter, eine eher linksgerichtete Zeitung in Österreich, die über das geschrieben hat von Udo Landbauer oder das aufgedeckt hat.
Und das ist eher journalistische Hetze als Wahrheit. Na, Hetze nicht, aber es ist halt eine Schlagzeile. Mehr ist es für die Zeitung nicht. Und ich schaue mal noch einmal an. Landtagswahl Niederösterreich. Beim letzten Wahlergebnis, also 2013, hat die FPÖ nur knapp 8% bekommen. Also ich glaube schon, dass die stark zugewinnen werden. Die ÖVP rechnet schon damit, dass sie die absolute verlieren. Ja, ich halte es für die FPÖ für nicht einmal so schlimm, dass dieser Skandal jetzt existiert, denn die Wähler der FPÖ zieht das eher noch an, wenn da irgendwas rechts angehauchtes ist. Die widert das nicht an, wenn irgendetwas wirklich ziemlich Rechtes passiert. Die freut das eher sogar noch. Ich möchte nicht sagen, FPÖ-Wähler sind alle so Nazis oder so. Das würde ich nie sagen. Aber halt eher rechts eingestellte Menschen eben. Und naja, das ist eben so. Also ich glaube, Udo Landbauer, ehrlich gesagt, fast, fast, und nur fast, also nicht mal dieses Liederbuch kannte, um das es geht. Er wusste sicher, dass es so etwas existiert, aber vielleicht war er sich der Tragweite und dem Inhalt nicht bewusst. Denn ich glaube nicht, dass ein Udo Landbauer, der musikalisch nicht interessiert ist, seiner Aussage nach und auch nicht singen kann, sich da jetzt groß mit der Verbindung hingestellt hat und gesungen hat. Ich glaub's nicht. Und ja, wenn halt in einem Liederbuch drinsteht, da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion, gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die 7. Million. Oder da schritt in die Mitte ein Schlitzohriger Chines, auch wir sind Hindu-Germanen und wollen zur Waffen-SS. Wenn solche Liedtexte vorkommen, naja, die Verantwortlichen werden momentan gesucht. Es gibt einen Verfasser dieses Liederbuches, den gibt es noch, das ist ja erst 1997 rausgekommen, also vor 21 Jahren. Der lebt noch, ist wahrscheinlich noch immer Mitglied in dieser Studentenverbindung. Und ja, dem wird das halt umgehängt. Aber ich glaube, es war die Führungsriege, ich würde einfach, wenn ich die Justiz wäre, ich würde die komplette Führungsriege der damaligen Studentenverbindung oder die damaligen Leute alle mal einvernehmen. Mal schauen, vielleicht gibt es da mehr Wiederbetätigung, als man denkt. Wiederbetätigung oder verbotenes Zeug, Rechtsradikales, traue ich Udo Landbauer auch einfach nicht zu. Ich habe es auch damals zum Beispiel, wie Strache kurz erst an der Macht war. Ich habe zwar Strache damals zum Beispiel, aber ich nicht als rechtsradikal empfunden. Er hat zwar gewisse ausländerfeindliche Sachen gesagt, aber die hat ihm ja auch der Herr Kickl vorgeschrieben, damals seine Reden noch. Heute spricht Strache freier. Und damals habe ich ihm seine Worte nicht geglaubt, wenn er irgendwas so Blödes geredet hat. Heute glaube ich die Worte von Strache. Und ich habe, ehrlich gesagt, auch als Linkspolitiker und linkseingestellter Mensch, keine Angst vor der FPÖ. Dass es damals, als die FPÖ in die Regierung gekommen ist, 2000, Sanktionen gegen Österreich gab, deshalb halte ich für einen Riesenfehler. Mittlerweile gibt es viele rechtsgerichtete Parteien in Dänemark oder so, oder in Holland auch, oder in Schweden auch, die Verantwortung im Staat übernehmen, aber halt nicht, sagen wir mal, weit rechts der Mitte sind. Ist kein Problem. Eine freie Meinungsäußerung soll nicht verboten sein oder ist auch nicht verboten. In Österreich gibt es halt noch eine klare Linie zwischen, das geht noch, das ist vertretbar, das ist zwar populistisch und rechts, aber es ist noch nichts Nazi-Verherrlichendes. Wenn das dann schon mal abdriftet und manche der FPÖ, manche Mitglieder driften da schon ziemlich ab, manchmal, dann gibt es halt Wiederbetätigung oder Verbotsgesetz oder so.
Aber das trifft ja wirklich nur einen Bruchteil der FPÖ-Leute. Okay. Viel Spaß bei der Landtagswahl. Macht es nicht so wie ich. Geht zur Wahl. Gebt eure Stimme ab. Halt der Partei, die euch am meisten zusagt. Meine eigene Partei tritt ja nicht an. Viel Glück, viel Spaß. Niederösterreich.